Guckt euch das an. Oh mein Gott. I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Boy. That escalated quickly. Ich habe gestern ein Video gesehen von Logan Paul, wo er aus Oreos Marmelade gemacht hat. Oh mein Gott! Yo, this is so messy. Bei ihm sah das so aus, als hätte das alles nicht so ganz funktioniert. Deswegen haben Max und ich gedacht, wir gehen einfach mal in Rewe, holen drei Packungen Oreo und werden daraus Marmelade machen. Das hier ist kein Placement für Oreo oder so, aber es sind halt einfach mega geile Kekse so. Deswegen haben wir uns gefragt, wie würde Marmelade damit wohl aussehen. Dafür haben wir halt drei Packungen gekauft, wir haben noch Brot gekauft, wo wir es gleich draufschmieren werden, ein bisschen Milch noch, was wir zum Verdünnen nehmen werden und einen Mixer. Das heißt, als allererstes werde ich jetzt diese Packungen auspacken. Ihr seht schon, in jeder Packung sind vier von diesen Teilen drin, in jeder Packung davon sind wieder vier Oreos drin. Das heißt, wir haben... ...48 Oreos. Genau. Die Packungen sind aufgemacht, meine Damen und Herren. Jetzt müssen diese Packungen nochmal aufgemacht werden. So, Leute, wir haben jetzt hier die letzte Packung aufgemacht. Ihr seht schon, das komplette Ding hier ist jetzt voll mit Oreos. Und das packen wir jetzt mal alles in den Mixer. Junge, weißt du, wie viele Oreos das sind? Ich weiß halt zumindest, dass es sehr, sehr viel Marmelade wird, Alter. Ich weiß doch gar nicht, ob ich das alles in den Mixer reinkriege. Man darf nicht während dem Kochen essen. Nun, wir haben einfach gerade Salat gegessen. Ihr müsst wissen, Max und ich haben heute Morgen trainiert hier bei mir. Wir haben uns gerade zum Mittagessen Salat gemacht mit Hähnchen und jetzt machen wir einfach Oreo-Marmelade. Also ich denke, ich werde den Mixer jetzt einfach mal bei der Höhe hier circa lassen. Das ist jetzt zwar nicht komplett voll, aber ich fülle jetzt erstmal auch noch ein bisschen Milch da rein, sodass wir das zumindest so ein... Alter, das sieht so geil aus, Mann. Das sieht so mega aus. Das sieht aus wie so ein mega heftiger Milchshake. Ab das Ding drauf und jetzt den Mixer hier einstecken. Das Teil kommt jetzt hier vorne auf den Mixer draufgeschraubt und Leute, ihr seid jetzt live dabei, wie wir das ganze Ding jetzt mal anstellen. Geht einfach gar nicht voran, Mann. Es gibt bei einem Mixer immer so einen Stab so zum Reinstopfen. So. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, dadurch, dass ich jetzt hier eine Gabel habe. Also. Es geht schon krass, aber hier oben ist halt noch eine Menge drin. Sieht halt hart aus wie Scheiße gerade, Mann. Junge, was? Guck die Gabel an. Junge, was? Abbruch. Fuck, Mann, du hast gerade die Gabel... Junge, das hat auch an meinem Daumen übelst wehgetan gerade. Ich habe die Gabel in den Mixer reingesteckt. Was zum Fick? Leute, macht das bitte nicht zu Hause nach. Jeder kann ja irgendwie Oreos oder so in das Ding reinpacken und alles Mögliche, aber... Ey, stochert dann nicht mit einer Gabel rum, weil das hatte mich auch so komisch, weil das ist eigentlich dafür, dass du ein Guckloch hast. Nein, du hast eigentlich so einen Stab, sodass du damit so pressen kannst. Eigentlich gibt es da so ein extra Ding, aber Luca hat das verloren. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into. Auf jeden Fall würde ich sagen, das sieht einigermaßen nice schon aus. In der Tat. Also, boah, es riecht vor allem mega geil nach Oreo. Wollt ihr, dass wir mal Oreo-Eis machen, Leute? Schatz? Oder soll ich das Ganze mal mit Kinderschokolade machen? Weil meine Oma schenkt mir mal Kinderschokolade und ich habe nur so 40.000 Packungen. Die Sache mit Oreo-Keksen ist natürlich auch, wir hätten die vielleicht wirklich vorher zerkleinern sollen, weil die sind natürlich auch sehr hart im Vergleich jetzt zu irgendwelcher anderen Schokolade. Ich schaue jetzt aber mal einfach nach, ob das hier da drin so ein bisschen flüssig ist. Okay, wir haben wirklich hier zwischendrin noch so ein paar Teile, wo wirklich Oreos da sind. Das heißt, ich glaube, ich muss noch mal drehen. Das ist hammergeil. Ehrlich? Diese Gabel ist auch sehr geil. Junge, das ist nur noch geil. Nice. Mega lecker. Junge, das ist voll geil. Also ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen Milch hier reingefüllt, wenn ihr mal reinschaut. Das sieht jetzt auf jeden Fall so ein bisschen mehr juicy aus. Mit der Gabel werde ich da drin jetzt nicht mehr rumhantieren, aber ich werde das jetzt einfach mal wieder anstellen. Das heißt, schön die Hand drauf, hier geht's wieder ab. Sonst bewegt sich da gar nichts. Hm?
Man sieht hier richtig krank gerade. Unten ist es so mega fein und oben hat sich noch ein bisschen abgesetzt. Das wollten wir aber natürlich auch damit erreichen. So, wir machen jetzt mal den Mixer hier auf. Ich fülle das jetzt aus dem Mixer in... Unser Oreo-Glas? Unser Oreo-Glas. Herr Laser, Luca, was machen Sie da? Ich produziere gerade unsere Oreo Marmeladen. Wie soll ich sagen, Leute, das hören? Ja, das ist, ja. Quality Content. Das hier ist jetzt unser Oreo-Glas, meine Damen und Herren. Und ich werde das jetzt aber erstmal hiervon auf einen Teller oder in eine Schale füllen. Sieht richtig gut aus. Um ehrlich zu sein, weil wir keine Probleme mit dem Oreo haben wollten, haben wir es einfach statt Oreo, Ore genannt. Ich fülle den ganzen Bums jetzt einfach mal hier in eine Schale rein, damit wir das Ganze nochmal so ein bisschen umrühren können. Weil Max hatte ja gerade auch schon gesagt, dass es so ein bisschen unterschiedlich Konsistenz hat. Aber guckt euch das an. Oh mein Gott. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Also ich fülle jetzt mal den Rest aus diesem Ding hier rein. Also ihr seht schon, es ist jetzt wirklich so eine Gelee-artige Masse geworden. Es ist aber mehr Pudding-ähnlich gerade, als dass es eine Marmelade ist. Obwohl, es sieht schon aus wie Nutella, finde ich. Ich finde auch. Oder? Also es ist ein bisschen dunkler als Nutella. Es hat vor allem dieses bisschen Körnige von Oreo hat es noch drin. Ja. Dieses Crunchige. Wir haben ja jetzt hier unseren Oreo-Behälter. Das heißt, ich fülle jetzt mal einfach hier das Ding voll mit Oreo rein. Dann drücke ich das gleich so ein bisschen runter, damit das hier in unseren Bums reingeht. Ein paar Sekunden später. Hallo. Deshalb meinte ich. Hallo. Soll ich es schnell machen? Willst du vielleicht hier... Will der Bums da mal reingehen? Das ist zu dickflüssig dafür, das muss man drücken können. Oh, oh ein Tropfen. Aber egal, wir haben ja ganz, ganz viel Oreo, deswegen, meine Damen und Herren, ich werde das hier schon, ich krieg das schon hin, ne? Und bin doch nicht ohne Grund hier Chefkoch geworden in meiner Küche. Okay, wir haben jetzt hier, beziehungsweise Max hat jetzt hier so eine Papiertüte gebaut, das heißt, wir werden da jetzt einfach mal den ganzen Bums reinfüllen. Gute Idee. Meine Damen und Herren, so geht das. Ne? Ihr seht schon. Ich fülle das jetzt hier rein. Es läuft. Bam! Hier noch den Shit da rein. Mach nicht zu voll. Und hier und dann nehmen wir hier noch was und dann nehmen wir hier noch was. Okay. Boah, Leute, okay, es kommt, es kommt, es kommt, es geht. Es funktioniert. Es geht hier unten rein, meine Damen und Herren. Also wir, unsere Oreo-Marmelade nimmt gerade Form an. Digga, ich bin richtig stolz auf uns, jetzt kein Spaß. Unsere Oreo-Marmelade ist jetzt einigermaßen voll. Ihr seht schon, sie ist zwar nicht jetzt so ganz so toll von der Betitlung her. Aber ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auch am Essenstisch wieder, weil Max und ich werden das jetzt mal in Verbindung mit Brot ausprobieren. Wir sitzen jetzt hier draußen, weil es doch sehr, sehr schön ist hier in Köln, noch so ein bisschen Sonnenstrahlen mitnehmen. Wir haben jetzt hier Oreo wirklich auf zwei Brote geschmiert. Das heißt, Max, nimm dir einfach mal ein Brot. Wir werden das jetzt mal anstoßen hier. Schmeckt 1 zu 1 wie Nutella. Oder? Mhm. Ich finde, es schmeckt noch nach Oreo. Aber richtig gut. Es ist jetzt nicht so ein Geschmack, wo man sagt, okay, ist so ein bisschen abartig, aber es geht noch einigermaßen, sondern es könnte wirklich so im Laden verkauft werden. Ich würde es holen. Ich würde das lieber essen als Nutella, glaube ich. Oreo hat so, ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll, so ein bisschen was Salziges. Also es schmeckt nicht so süß, so direkt wie Nutella. Ich weiß, was du meinst, ja. Und das schmeckt mir halt und das ist so gut, Alter. What the fuck, ist das richtig lecker. Wir haben das erste Mal in unserem Leben was Gutes gemacht. Hinten ist gerade ein Vogel weggeflogen. Da oben fliegt der Pisser. Sub my channel. Ja, Leute, gib du mal ein Fazit ab. Insgesamt kann man sagen, der Arbeitsaufwand ist echt überschaubar. Du haust einfach die Dinger mit ein bisschen Milch in den Mixer. Aufräumen muss man halt noch, aber sehr, sehr geil. Wenn ich es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, würde ich dem eine 9,5 geben. Ja, also... Es gibt auch locker schon eine Oreo-Marmelade irgendwo. Ich habe es noch nie gesehen im Supermarkt oder so, aber... Man kann es auf jeden Fall auch echt selbst machen. Es ist sehr, sehr geil. Das war's jetzt hier vom Video, meine Damen und Herren. Wenn euch das Ganze gefallen hat und Max und ich das eventuell nochmal mit irgendwie, keine Ahnung, Kinderschokolade oder irgendwas anderem machen sollen, dann lasst gerne mal ein Like da, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Ihr findet jetzt hier oben ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und verpasst keine Videos mehr. Da oben ist auch mein Shop eingeblendet, der ist spitze. Und da ist ein anderes Video. Und da das Video jetzt vorbei ist, könnt ihr da immer draufklicken. Und ein Like bei dem Video hier lassen.